Hallo und herzlich willkommen zurück beim Bausimulator 2015. Wir haben in der letzten Folge total gefailt mal wieder. Warum? Weil ich mich lustig gemacht habe, dass man, wieso soll ich denn Erde vom Kieswerk hierher bringen, wenn ich es ausbagge? Ich sollte sie nicht herbringen, sollte sie wegbringen. Und jetzt stehe ich da und weiß nicht, ob ich das noch vernünftig hinkriege. Egal, ich hole jetzt erstmal unseren Muldenkipper hierher und versuche den einfach voll zu baggern und ja. Das würde ich sagen, kriegt man hin an der Stelle, doch, Baustelle. Bisschen blöd gelaufen, aber naja, das kennen wir ja, ne? Jetzt fahren wir erstmal wieder schön gemütlich mit dem Muldenkipper zur Baustelle. Also für die, die letzte Folge nicht gesehen haben, ich habe mich noch lustig gemacht und gesagt, wenn ich hier ausbaue, eigentlich müsste man ja immer einen LKW dabei haben, wo man die Erde damit wegbringen kann. Ich hatte schon gesehen, dass ich irgendwas mit 10 Kubikmeter Erde und dem Kieswerk machen muss. Und da dachte ich, ich muss sie wieder abholen. Und scherzte in der vorletzten Folge noch, Mensch, da muss ich ja wieder 20 Kubikmeter mitbringen. Das bringt ja hinten und vorne nichts. Ah, scheiße was. Ich hätte sie tatsächlich wegbringen müssen von hier. Das war ein bisschen doof. Aber nun müssen wir gucken, wie wir diesen Mist wieder ausbaden können. Erstmal fahren wir jetzt hier mitten durch die Stadt. Das Gute ist, mit dem Auto muss ich mich nicht so anstrengen. Da kann ich nicht an einer Ampel, einem Verkehrsschild, einem Autobahnschild, einem Zebrastreifen oder einer Bushaltestelle hängen bleiben. Hoffe ich. Wahrscheinlich kann ich das schon. Und ja. So, dann wollen wir hier mal um die Kurve sliden. We just did it. Und dann müssen wir da vorne schon wieder runter, denn wir müssen ja in die reichen Gegend. Der Bürgermeister wohnt natürlich in der Villengegend, hat aber, so wie ich das gesehen habe, ein ziemlich hässliches Haus. Ne? Also schön ist das nicht. Macht aber nichts. Ist ja nur der Bürgermeister. Der zahlt uns ja auch mit öffentlichen Mitteln hier. Hallo, wie geht's? Da vorne müssen wir links, jawohl. Zeigt auch das Navi an. Und da müssen wir weiter. Da vorne sehe ich auch schon die größeren, teuren Häuser. Bist du der Bürgermeister? Nein. Nicht, dass ich wüsste, wie dieses Spiel der Bürgermeister aussieht, aber ich sag's einfach mal so. Okay. Hier zum Beispiel Warnpool. Hier haben wir den Tennisplatz gebaut, ne, vom Stadtrat. Der hat ein schönes Haus. So, und hier bauen wir jetzt den Pool fürs Bürgermeisterhaus. Und das müsste das hier neben sein. Und das sieht mir jetzt... Naja, Gott. Da habe ich schon Besseres gesehen, muss ich sagen. So, den stellen wir jetzt hier hin und dann laden wir da einfach mal 10 Kubikmeter Erde auf. Hier mit dem Bagger. Ich weiß gar nicht, wie viel Erde ich mit einer Kelle hier rausholen kann. Vielleicht könnte ich auch einfach... Das steht da auch, glaube ich, gar nicht, oder? Oh. Hüppel. Ja, toll. Jetzt sehe ich schon kommen. Mal gucken. Landet das jetzt da drin? Ich will mal gucken hier. Ja, tatsächlich. Ist ein halber Kubikmeter. Das heißt, ich muss 20... Schaufeln da rein, Friemen. Also, na gut, nee, das war ja keine ganze Schaufel. Hier will er natürlich jetzt auch nicht so ganz... Mach doch hier mal noch ein bisschen... Hol doch mal noch ein bisschen Erde oder sowas raus aus dem Boden. Aha, naja. Gut, dann nicht. Und daneben. Super. Da müssen wir wohl näher ran. Oh Mann, das wird ein Spaß. Vielleicht kriegen wir hier, wenn wir von hier aus noch ein bisschen... Kriege ich jetzt endlich mal eine volle Kelle hier raus? Naja, fast. So, so. Boah, ist das anstrengend. Ah. Da sieht man auch mal ein optisches Feedback. Oh. Aber ich habe gar nicht die volle Kelle da reingefriemelt. Oh, komm. Ach, Mann, ey. So. So.
Wir zerstören hier eigentlich jetzt das, den Grund und Boden des Bürgermeisters. Ach, hier nur 25% Kelle, was soll's. So, mal gucken, wie viel da jetzt drin ist. Ich habe da überhaupt gar keinen Überblick. 2,9, alles klar. Schade, dass man das nicht sehen kann. Also das ist... Naja, egal. Wahrscheinlich mussten wir bei der... Bei dem Gedingse da genau 35 Millionen Dings ausgraben. Aber naja. So. Aha. Dann machen wir jetzt einfach hier weiter vor dem monatlichen Abrechnung. Klar, da holt sich auch noch der Fiskus sein Geld wieder ab. Und so weiter und so weiter. Ah, was ist das denn? Juhu, daneben. Was macht der denn da? Also, das kann doch nicht wahr sein. Diese Mission finde ich kacke. Punkt. Man kriegt ja auch gar nicht mehr raus. Ich bin, glaube ich, zu blöd, den Bagger zu bedienen. Ich bin zu blöd, einen Bagger zu bedienen. Wenn das nicht klappt, dann mache ich Folgendes. Ist ja, dann kaufe ich mir 10 Kubikmeter Erde im Kieswerk und bring's zum Kieswerk. Echt. So, das geht jetzt wahrscheinlich wieder nicht. Sondern ich kipp's irgendwie daneben. Nein, es hat geklappt. Wunderbar. Prima. Wunderbar. Ach, oh, jetzt haben wir mal eine richtige Kelle gekriegt hier. Huiuiui. Jetzt haben wir auch gerade ein bisschen die richtige, den richtigen Abstand. So. Und das nächste Kelchen. Na, 60%. Müssen wir mit leben. Mal gucken, wie viel drin ist. Aha, gleich fertig. 7 Kubikmeter haben wir schon. Mann, ist das ein Mist. Das sieht hier aus. Der Bürgermeister wird sagen, boah, habt ihr eine tolle Arbeit geleistet. Ich bin total zufrieden mit dem, was ihr hier in meinem Garten gemacht habt. Wieso ist denn hier jetzt nur 34? Das sind so, so Abflusslöcher, die ich baue halt für den Pool. Da kommen die Pumpen rein und so. Das gehört so. Ich bin zertifizierter Poolbauer. Also noch steiler kann ich doch da gar nicht rein. Leute, sagt mir mal bitte, was ich falsch mache. Wieso kriege ich immer nie eine volle Kelle da rein? Ich steche hier rein, dann mache ich die und dann ziehe ich das... Also das war jetzt fast zu spät, hat aber super funktioniert. Das war jetzt aber physikalisch totaler Quatsch. Jetzt kriege ich auch die Schaufel nicht mehr hoch. Also das soll mir mal einer erklären. So, eine Kelle machen wir noch und dann gucken wir mal, ob es genug ist. Wir müssen den Kram ja noch zum... Du mach, hier, komm. Ja, das habe ich doch genauso versucht. Na gut, dann machen wir noch eine. Dann müssen wir noch eine machen. Das war irgendwie voll daneben. So, hier rein und dann hier so zurück und... Naja. 66%. Das passt zu der 20er Schaufel, die ich eben gehabt habe. Oh. So, wollen wir sehen. Wie viel hat er drauf? Ja, das sollte reichen. Da fahren wir mal zum Kieswerk. Das müssen wir uns aber erstmal einstellen. Wo war das Kieswerk? Stahlwerk, Kieswerk war doch hier irgendwo. Ne? Sägewerk, Gartenhandel. Hä? Sägewerk, Sportpark?
Fahrzeughändler. Ach, da. Ja, das ist ja hier. Nee, nicht ins Loch reinfahren. Mein Gott, habe ich hier alles kaputt gemacht. Also Leute, ne, holt euch bitte, wenn ihr einen Pool bauen wollt, nicht Sorgets Inc. Das funktioniert nur bedingt. Ah, jetzt bin ich wieder an einem Poller hängen geblieben mit meinem LKW. Ah, ich freue mich schon. Ich musste ja auch nochmal wieder Flughafensimulator spielen. Das ist immer so entspannt. Ich habe mir übrigens mal ein paar Videos von dem 2015 angeguckt. Der mag ein bisschen besser gewesen geworden sein. Also auch hat ja auch irgendwie den Publisher gewechselt, aber irgendwie so ganz überzeugt bin ich davon jetzt noch nicht, muss ich sagen. Also, ich weiß es noch nicht. Dann würde ich vielleicht doch lieber Landwirtschaftssimulator spielen, weil der soll ja dann doch recht gut sein. Also den haben ja auch schon einige eben als gut bewertet. Ah, hier ist mal wieder das Kotzfeld. Da sind wir schon lange nicht mehr vorbeigefahren. Also geht's weiter. Weiter, 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 weiter. So. Gleich sind wir im Kieswerk. Ich weiß nur nicht, wo ich es hinbringen muss. Das wird ja gleich auch nochmal ein Problem. So ein Scheiß. Hier geht's wieder bergauf. Das merkt man. Der Motor gibt dann mal nach. Wo bringe ich denn das jetzt hin? Wenn ich das woanders hinkippe, wird's schwierig. Ich muss mal wieder unseren Kollegen arbeiten schicken gehen lassen, damit wir mal über die 2 Millionen kommen. Weil da kommt gleich wieder die monatliche Rechnung und dann sind wir nur noch bei 1,8 Millionen. Das ist mal nicht so einfach. Oh, schauen wir das. So, da bringt man Container hin. Hier bringt man das hin. Ich kann das ja nicht einfach hier irgendwo hinkippen, oder? Muss ich das da irgendwo hinkippen? Ich habe keine Ahnung. Man sieht das auch nicht. Zum Kieswerk. Tja. Das sieht ja jetzt nicht aus wie Erde hier. Das eigentlich auch nicht. Vielleicht kann ich die hier einfach reinschütten. Ich versuche das jetzt mal. Guck mal, ob was passiert. Ob man das hier einfach so hinschieben, hindingsen kann. Ich habe keine Ahnung. Versuchen wir das mal ganz kurz. Du kannst hier nicht abladen, alles klar. Aber wo denn dann? Wo kann ich denn abladen? Hier vielleicht? Sieht das aus wie Erde? Du kannst hier nicht abladen. Wo denn? Kann ich hier? Du kannst hier nicht abladen. Wo soll ich denn abladen? Kann ich hier vielleicht einfach in der Gegend? Ne, hier kann ich auch nicht abladen. Hier kann ich auch nicht abladen. Hier kann ich auch nicht abladen. Wie sieht's hier aus? Hier kann ich auch nicht abladen. Hier? Kann ich auch nicht abladen. Ich weiß es doch nicht. Wo soll ich das hinbringen? Nirgendwo kann ich ab. Wie sieht's hier aus? Ah, vielleicht kann ich hier abladen. Nein, hier kann ich auch nicht abladen. Hier vielleicht? Ich kann hier nicht abladen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich abladen soll. Wenn ich einfach hier irgendwo stehen bleibe, so hier. Mal gucken. So. Nein, ich kann hier nicht abladen. Leute, wo soll ich abladen an der Stelle? Kann hier nicht abladen. Ich fahre jetzt einfach so hier durch die Gegend. Und guck mal, ob ich irgendwo abladen kann. Hier kann ich nicht abladen. Hier kann ich nicht abladen. Hier kann ich nicht abladen. Hier bleibe ich irgendwo hängen. Da hinten ist es, glaube ich, auch nicht richtig. Hier auch nicht.
Jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Toll. Ah, super, ey. Super. Jetzt ist wahrscheinlich die Erde weg, oder? Nee, doch nicht. Wo kann ich zum Teufel abladen hier? Hier vielleicht hinten irgendwo? Ich glaube aber auch nicht. Das ist ja auch nie richtig hier. Hier vielleicht. Ah. Ah, hier. Das muss einem auch gesagt werden. Wurde mir wahrscheinlich gesagt, aber was soll's. So, dann weg mit dem Scheiß hier. Oh. Yay, wir haben es geschafft. Abschnitt abgedings. Oh, jetzt müssen wir wieder gießen. Ab nach Gießen. Das heißt, wir... oh, ich sehe gerade, wir haben auch gerade wieder eine Folge geschafft. Und werden jetzt erstmal den Muldenkipper hier wieder nach da versetzen, um dann... Oh, wir haben Geld für Erde gekriegt. Das ist ja toll. Mit dem Betonmischer und der... wobei, vielleicht reicht... Doch, was ist denn? Was brauche ich denn da? Vielleicht reicht der ja auch schon. Ich muss mal gucken. Den muss ich ja sowieso dahin fahren. Dann würde ich diese Stelle nutzen, um zu sagen, wir machen eine kleine Pause. Und sehen uns morgen wieder bei Bausimulator 2015. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder rein. Morgen, selbe Zeit, selber Ort. Auf YouTube. Tschüss.